was los? Willst du essen? Hallo und auch nochmal persönlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute mal ein cozy Sunday-Wochenend-Vlog. Ich bin ehrlich zu euch, es ist eigentlich Samstag, wo ich das hier filme, aber Sonntag ist Nils den kompletten Tag nicht da. Und irgendwie samstags und sonntags können beide sehr cozy und entspannt sein und ich wollte es auch an einem Sonntag hochladen. Also es könnte genauso gut auch ein Sonntag sein. Ich könnte euch auch einfach sagen Sonntag, aber in Wirklichkeit ist es Samstag. Naja, auf jeden Fall, ich sitze gerade noch wieder auf der Couch, habe mich gerade fertig gemacht, chill ein bisschen. Nils macht auch gerade so ein bisschen seine Sache. Eine Sache, die wir eigentlich am Wochenende immer machen, ist, dass wir so ein bisschen beide Zeit uns nehmen für Dinge, die wir einfach gerne machen wollen. Und da wir nicht irgendwie einen super gleichen Seriengeschmack haben oder die gleichen Spiele spielen oder was auch immer, nehmen wir uns auch immer ein bisschen Zeit, einfach um getrennt die Dinge zu machen, auf die wir Lust haben am Wochenende. Wir haben ja jetzt den ganzen Vormittag zusammen verbracht, haben zusammen gefrühstückt, haben ein bisschen zusammen aufgeräumt, ein bisschen Sachen gemacht. Heute Abend kochen wir noch zusammen, gucken noch ein bisschen was. Ich werde jetzt nämlich gleich mal mich an meine Nägel machen. Ihr wisst vielleicht schon, dass ich jetzt eine relativ lange Zeit immer selbst Shellack zu Hause gemacht habe und damit auch eigentlich ganz zufrieden war. Aber ich habe jetzt so oft auf TikTok und sowas von dieser Gel-X-Methode gehört. Vielleicht habt ihr es noch nicht gehört, vielleicht schon. Ihr könnt es ja mal googeln, wenn ihr wollt. Ihr sitzt ja auch wahrscheinlich später bei mir. Aber ich habe mir jetzt mal so eine Art Beginner-Set mit ein paar Sachen dafür gekauft und wollte es einfach mal ausprobieren. Ich denke, es wird nichts sein, was ich konstant mache, aber vielleicht ab und zu mal, wenn ich mal Bock habe auf so fancyere, längere Nägel. Ich werde jetzt hier, glaube ich, noch ein bisschen chillen. Vielleicht gucke ich kurz noch eine Folge Gilmore Girls, trinke noch ein bisschen meinen zweiten Kaffee des Tages aus. Ich hatte heute irgendwie richtig Lust auf Kaffee und chill einfach ein bisschen. Okay, ich habe alles aufgebaut, was ich irgendwie benötigen könnte. Ich benutze auch tatsächlich ein paar Produkte von meinem Set hier, was ich für Shellac habe. Das passt eigentlich ganz gut. Und hier habe ich das Set, was ich quasi für diese neue Art brauche. Hier sind einmal diese Tipps drin. Das ist quasi so gedacht, dass man unter die Tipps so das Gel anbringt und die Tipps dann so quasi auf den Nagel drauf tut und dann so mit so einem Gel, Schrägstrich Kleber, festklebt. Und dann da oben drauf noch Gel-Nagellack quasi. Da habe ich mir hier so ein Set geholt einfach von Amazon. Ich packe euch in die Infobox auch einen Link, wo ihr alle Produkte findet, die ich hier benutzt habe. Hier mache ich auf jeden Fall ein bisschen mit, aber ich gebe euch noch kein volles Tutorial oder so, weil ganz ehrlich, ich weiß noch gar nicht, ob es überhaupt wirklich was wird. Deshalb bringt es noch gar nichts, wenn ich irgendwelche Tipps gebe oder euch ganz genau sage, wie was zu machen ist. Ich teste es jetzt einfach mal aus. Wenn es gut funktioniert, dann übe ich noch ein bisschen und dann kann ich euch gerne irgendwann mal so ein volles
Tutorial oder so geben, wie ich das ganz genau mache. So, ich habe jetzt hier schon die richtigen Extensions für meine Nagelgrößen ausgesucht. Hier habe ich quasi das kleine Mini-Tutorial für das hier. Ich werde jetzt erstmal kurz meine Nägel preppen, so ein bisschen die so zurückschieben und mit so einem Alkoholstift hier das Ganze entfetten. Nebenbei schön Gilmore Girls. Ich habe mir vorher so ein Hex-Video angeguckt, wie man das am besten hinbekommt. Sie hat gesagt, wenn da schon Blasen und so drin sind, dann mach es direkt wieder ab und probier es nochmal. Das mache ich jetzt auch. Aber ich glaube, diesmal kriege ich es besser hin. Okay, ein bisschen was auf den Nagel auftragen. Eine dünne Schicht auf den hier. Und dann etwas mehr hier an den unteren Rand quasi so. So, ich glaube, das reicht schon. Okay, wartet. Nee, doch nicht. Einmal noch. Okay, ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das nehme ich so. Okay, es ist wirklich nicht perfekt geworden. Aber ich glaube, besser wird es nicht fürs Erste. Also nehme ich es jetzt erstmal so. Update, ich habe einfach aufgegeben, es zu versuchen, perfekt hinzubekommen. Und es hat irgendwie geklappt. Mal gucken, wie lange es am Ende hält. Aber jetzt feile ich sie erstmal, weil die sind mir tatsächlich ein bisschen zu lang. Hand Nummer 1 ist fertig gefeilt und geklebt. Also ne, ich habe das jetzt ein bisschen runtergefeilt und auch von oben ein bisschen angefeilt. Ich werde jetzt erstmal mit der zweiten Hand weitermachen und dann hier die Farbe beginnen. Dauert jetzt alles schon voll lange. Ich werde schon ewig hier sitzen. So, ich habe jetzt 2 Schichten von so einer ganz hellen Farbe einfach genommen und wollte mal so ein bisschen Hailey Bieber Nail Style ausprobieren, weil ich habe nämlich auch dieses Chrome Powder geholt. Gerade hier Topcoat. Und dann kommt das Chrome Powder da so oben rein und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Okay Leute, ich bin offiziell fertig. Es ist nicht perfekt geworden und dieses Chrome Powder hat sich hier auch so ein bisschen in den Seiten ein bisschen abgesetzt. Ich denke, das geht über die Zeit weg. Aber fürs Erste bin ich wirklich zufrieden damit, auch wenn es jetzt ungefähr so 3 Stunden oder so gedauert hat. Aber mal gucken, wie lange es jetzt hält. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Endlich fertig. Es hat wirklich lange gedauert. Aber ich bin glücklich damit und ich glaube, desto öfter ich es mache, desto schneller wird es auch immer gehen. Mal gucken, wie lange es hält und ob es mir so gefällt. Ich werde jetzt, glaube ich, einfach noch ein bisschen kurz chillen, ein bisschen Gilmore Girls weiter gucken. Nils wird, glaube ich, noch ein bisschen saugen und Wäsche aufhängen und so. Und dann werden wir zusammen kochen. Nils hat sich Schmorkohl gewünscht. Deshalb machen wir Schmorkohl. So, ich habe ein Rezept rausgesucht. Ich kann es euch mal verlinken. Also wenn es was wird, verlinke ich es euch. Und es ist eigentlich recht einfach. Fängt so schön Kartoffeln an? Okay, wir fangen mit den Kartoffeln an. So, ich probiere das jetzt aus. Bei mir wurde gesagt, man soll ein nasses Küchentuch hinlegen. Beim Zwiebeln schneiden. Dann soll es nicht mehr so brennen, ne? Genau. Mal gucken, ob das klappt. Oh, meine Augen brennen trotzdem. Oh, warum haben alle gesagt, dass das funktioniert? Macht richtig Spaß mit dir zu kochen. Räumst du mal direkt wieder alles auf? Ich versuch's mir auch abzugucken. Es wird schon besser. Aber es muss jetzt eh schmoren, deshalb können wir jetzt auch ein bisschen aufräumen. Meine Augen tränen übrigens immer noch ein bisschen vom Zwiebeln schneiden. Die brennen einfach manchmal noch so eine Stunde danach. So brennen die einfach immer noch, meine Augen. Und ganz viele haben gesagt, vorher abwaschen, das mache ich immer, das hilft, finde ich, ein bisschen. Die Zwiebeln abwaschen und dann das mit dem Tuch haben auch übelst viele gesagt, aber irgendwie hat es mir trotzdem nicht geholfen. Schade, Schokolade. Ich muss mir, glaube ich, einfach so diese krass hässlichen Zwiebelschneidbrillen kaufen. So, und fertig ist der Schmorkohl. Sieht gut aus, ich hoffe, es schmeckt. Oh, ein bisschen beschlagen, sorry. Ich habe mir meine Kartoffeln so ein bisschen klein gemacht und ich habe auch nicht ganz so viele. Ich stehe irgendwie nicht so krass auf Kartoffeln. Ja, ich weiß, wie undeutsch von mir, aber ich nehme einfach mehr Kohl. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb. So hat was von mir, Mama, von der Familie gesagt. Und dann noch, jeder isst so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Habt ihr das auch gesagt?
Das ist das Ergebnis. Okay, Nils sagt, er kennt den Spruch nicht mal. Also bitte schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den Spruch kennt. Ich dachte, das wäre sowas von Bekanntes. Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Jeder ist so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann. Was mit der Nebenfrau? Ja, es gab auch noch irgendwas mit Nebenfrau. Auch nicht seine Nebenfrau und dann irgendwas noch. Aber ich weiß nicht mehr genau, was es war. Okay, wir haben uns hier rübergesetzt. Wir gucken jetzt die vorletzte Folge von House of the Dragon. Ja, ne? Ich mache uns hier noch. Ich habe hier so eine elektrische LED-Kerze. Ich weiß gar nicht genau, wie die heißen. Gekauft. So sieht die aus. Die ist von HEMA. Und ich finde das eigentlich sehr schön. Das hat so ein bisschen so diesen Effekt halt. Und die Katzen drehen auch gerade ein bisschen am Rad. Okay, die Folge war immer wieder krass. Generell Game of Thrones ist ja immer irgendwie voll krass und House of the Dragon ist nicht anders. Ich habe letztens so einen Sack Äpfel gekauft, weil der im Angebot war und ich mir dachte, oh, ich liebe Äpfel im Winter, Herbst und so. Ich will so ein paar Sachen damit machen. Und jetzt habe ich so ein Ding voller Äpfel und muss was damit machen. Und jetzt hat sich noch ein apfeliges Dessert gewünscht. Deshalb habe ich letztens einen TikTok gesehen. Fand ich sehr cool, was super, super einfach ist. Ich zeige euch mal das TikTok, zumindest den Anfang. So sieht das Ganze aus. Und das werden wir jetzt versuchen nachzumachen. Ich habe Blätterteig. Eigentlich braucht man nur Blätterteig, Äpfel, Zimt, wenn man will, ein bisschen Eis. Ich werde es mal austesten und wenn ich es richtig schön finde und es richtig gut schmeckt, dann kann ich das vielleicht auch mal für irgendwie so eine Party oder so machen, weil es irgendwie so süß ist und einfach. Und so ist es immer super für Partys. Auf geht's. Sorry, ich bin ein bisschen kirre darauf gerade. So sieht es jetzt aus. Ofen heizt vor und gleich kommt er rein. Ich stecke den Ofen für 15 Minuten. Fertig. Ich habe sogar noch passendes Eis geholt. So, Zeit zum Abschwenken. Es geht ab ins Bett und wir chillen einfach nur noch ein bisschen. Apfel-Dings, da bummst du, was ich hier gerade gemacht habe, war übrigens sehr lecker und wirklich super easy. Mal finde ich auch gut, mal für so einen Abend mit Freunden oder irgendwie so machen. Ich habe gerade keinen Softgummi zur Hand, deshalb benutze ich jetzt einfach mal diesen Haarreif zum Abschwenken heute. Kommentiert gerne mal, was so zu eurer Wochenend-Routine dazu gehört. Was macht ihr gerne am Wochenende? Gibt es irgendwas, worauf ihr euch immer die ganze Woche freut, am Wochenende zu machen? Oder, weiß ich nicht, gibt es irgendwas, wofür euch so speziell an Sonntagen oder auch an Samstagen oder so Zeit nehmt? Oder falls ihr es heute am Postingtag Sonntag guckt, was habt ihr heute so gemacht oder was habt ihr heute noch so vor? Ich finde es immer ganz cool zu hören, was andere so machen. Ich bin auf jeden Fall ordentlich gechillt heute, bin ein bisschen runtergekommen, einfach entspannt, ein bisschen Energie getankt für die kommende Woche. Ich bin auf jeden Fall den chilligen Tag mit noch ein bisschen Hautpflege natürlich. Gehört immer dazu. Ich switche mittlerweile immer zwischen diesem Elf Cleansing Balm und diesem Balea Abschminköl. Ich finde beide Produkte richtig gut. Und ich finde es vor allem toll, dass ich bei den Produkten halt so komplett auf Wattepads oder irgendwas ähnliches verzichten kann. Ich verwende jetzt zwar eigentlich nur noch wiederverwendbare Wattepads, aber irgendwie freue ich mich auch, wenn ich auch auf die verzichten kann. Es ist einfach einfacher, so Sachen einzureiben und dann einfach abzuwaschen. Ich habe letztens so einen TikTok von einer gesehen, die gesagt hat, man kann ganz einfach testen, was für eine Haut man quasi gerade so hat. Sie meinte, man soll dafür einfach so ganz normal die Haut glänzen, also so mit so einem Reinigungswaschgel oder irgend sowas. Und dann danach einfach mal so für 30 Minuten lang nichts anderes auf die Haut geben, also nicht eincremen oder irgendwas. Was ich besonders interessant fand, war, weil sie hat dann so einen Unterschied gemacht zwischen, wenn sich die Haut dann so spannend anfühlt, also einfach so ein bisschen so ein trockenheitsgespanntes Gefühl, dann hat man dehydrierte Haut, sprich man braucht mehr Feuchtigkeitspflege. Und wenn sich die Haut so rau anfühlt, also so richtig so ein bisschen rau-trocken, dann hat man einfach einen trockenen Hauttyp. Und wenn sie sich so, wenn sie ölig wird, hat man einen öligen Hauttyp und so weiter. Da habe ich nicht so mehr genau zugehört, sorry. Weil für mich waren die ersten beiden interessanter. Aber bei mir ist es tatsächlich so, meine Haut fühlt sich nicht rau an oder so. Also ich habe, glaube ich, nicht prinzipiell trockene Haut, sondern ich glaube, ich gebe meiner Haut einfach nicht genug Feuchtigkeit, weil ich hatte dann schon so ein spannendes Gefühl. Fand ich sehr interessant. Also jetzt habe ich mir so eine Creme geholt, die so ein bisschen so diese Feuchtigkeitsbarriere der Haut wieder aufbauen soll. Und ich werde das jetzt mal austesten. Ich kann euch die dann gerne mal empfehlen, wenn ich die getestet habe und euch wirklich
was dazu sagen kann. Ich habe auch aktuell irgendwie hier voll viele Unreinheiten und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ich habe mal gehört, dass hier so am Kinn so Sachen hormonell bedingt sind. Also, keine Ahnung. So, meine Haut glänzt noch ordentlich. Wir sind jetzt im Bett und werden jetzt, glaube ich, einfach vielleicht noch ein bisschen was am Handy gucken, chillen, uns ein bisschen unterhalten und dann schlafen gehen. Gute Nacht. Ich würde mich wie immer riesig über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir auch gerne Kommentare, können wir da ein bisschen quatschen. Ihr könnt auch gerne bei Instagram und TikTok vorbeischauen für weiteren Daily Content. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!